Also ich mache meine Ausbildung bei SVT. Kennt fast keiner, aber die bauen zum Beispiel diese coolen Dinger hier. Das ist ein Schiffsverlader. Und auch wenn die fast niemand kennt, sind die schon echt groß. Damit ich verstehe, wie so ein Verlader funktioniert und wie er gebaut wird, gibt es jeden Tag neue Infos von unserem Ausbildungsleiter Herrn Jeschek. Der Mann hat Wissen ohne Ende. Also Angst zu haben, dass hier alles nur theoretisch zugeht, braucht man auch nicht. Hier darf man das Gelernte ziemlich schnell anwenden. Ob Schweißen, der Rohbau oder die Endmontage, das machen wir alles hier in Schwelm. Dabei darf nichts schiefgehen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir im Team gut zusammenarbeiten. Wenn ein Schiff beladen wird und durch Seegang droht abzudriften, muss sofort eine automatische Nottrennung erfolgen. Die sieht so aus. Weil hiermit hochexplosive und giftige Stoffe verladen werden, muss alles nach Maß und die Leitung dicht sein. Darum kümmert sich zum Beispiel die Konstruktionsabteilung. Hier werden übrigens auch technische Produktdesigner ausgebildet. Aber wir bleiben nicht nur in Schwelm. Danach geht's zum Kunden, um den Verlader zu montieren. Da kommt man schon richtig weit rum in der Welt. Wenn dann nach dem Zusammenbau alles super funktioniert, ist das schon ein tolles Gefühl, daran mitgearbeitet zu haben. Auch nach der Ausbildung muss ich mir keine Sorgen machen. Hinter mir, das sind meine Kollegen, die hier alle eine Ausbildung gemacht haben. Komm doch auch und mache eine Ausbildung bei SVT.